In diesem Video beschreibe ich den Aufbau in der Endokarpiare anhand einer Orange. Also außen haben wir die orange Schale bzw. das Exokarp. Das ist praktisch die Epidermis mit einer Wachsschicht oben aufgelagert. Dann weiter innen, es zählt noch zur Schale, haben wir gelbe Ölbehälter. Dies zählt aber schon zum Mesokarp. Und man sagt auch Flavedo dazu. Die nächste Schicht ist schwammiger und ein weißes Gewebe, das man normalerweise, oder ich gebe es zumindest beim Orangeessen und beim Schälen oft weg. Das ist zählt ebenso noch zum Mesokarp und man nennt es auch Albedo. Und hier drinnen befindet sich dann das Endokarp und es bilden sich Schläuche, die sich dann mit Saft füllen, die also Carotinoide, Flavonoide und Zucker enthalten. Und die einzelnen Unterteilungen, die ihr jetzt hier seht, also hier ist ein Bereich, hier der nächste, hier auch noch einer und so weiter, das sind einzelne Kapelle. Und also die miteinander alle verwachsen sind. Das kann jetzt von 4 Kapellen gehen bis zu 5 Kapellen, aber auch noch weitere. Und diese Kapelle sind unterteilt durch Kapellwände, die hier ebenfalls weiß eingezeichnet sind, also hier zum Beispiel. Und dies zählt ebenso noch zum Mesokarp. Durch diese Wand lässt sich die Orange auch gut teilen. Man sieht hier in der Grafik auch noch Samen, also die Kerne, die jeder weghaben möchte beim Essen. Ups. In der Züchtung geht man eher in diese Richtung, dass sie vor allem das Endokarp stärker entwickeln. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne noch an mich wenden. Tschüss!